So, da, da. Wir sind bei einem lustigen dunklen Kult angeraten, der Kult der neuen Monde heißt, die eventuell schon vermuten, was wir vorhaben, uns direkt in eine Falle locken, um uns auszuschalten, weil wir müssen nicht mehr so prüfen, alleine ohne Kaskamaren, die übrigens in der Uniform des Drachengarde rumrennt, die bestimmt kennen. Ach, und ich rieche eine dunkle, dunkle, finstere Falle. Na gut. Wir sollen irgendwelche Prüfungen mit irgendwelchen Fackeln abschließen, so genau habe ich nicht zugehört. Ist auf jeden Fall alles total toll, aber man hat sich... Die haben den scheiß Gong da oben aufs Regal gestellt, wer macht denn sowas? Steinerne Bücherregale. Hm. Mir ist neulich aufgefallen, dass ich eine größere Wohnung brauche. Aber am besten am gleichen Ort. Meine Nachbarin davon überzeugt, wenn ich einen Wanddurchbruch mache. Für mehr Regale, so wie hier quasi. Oh, guck mal, ein Zauberwürfel, das ist ja schön. Chemiker, Legionär des neuen Mondes. Also, so wird das übrigens nichts mit euren... also, wisst ihr, die haben Personalprobleme, haben sie mir jetzt gerade gesagt. Aber trotzdem wollen sie hier... Oh, ein Rätselwürfel. Oder hat minus... Minus 16 Bit Lebenspunkte. Das ist ja witzig. Das sollte bestimmt nicht angezeigt werden, dass er Lebenspunkte hat, oder? Was passiert, wenn ich denn? Achso, ich kann nicht die Gegend. Ich kann nicht die Gegend schieben? Achso, das ist der Plan. Warte mal, da muss ich eventuell vielleicht mal das Gift runter. Verbraucht das Gift, wenn ich das mache? Okay, anscheinend nicht. Oh, was ist das hier für eine Platte? Ich hoffe übrigens, hier sieht jeder seinen persönlichen... Ja, hier sieht anscheinend jeder seinen persönlichen Würfel. Aber hier ist halt so eine... Oder ist das eine Reset-Platte? Es sieht anscheinend jeder seinen persönlichen... der geht hier gar nicht raus, ne? Aber kann ich den nicht einfach dazu missbrauchen hier? Warte mal. Ich habe eine total kluge Idee. Kann ich den scheiß Würfel nicht einfach missbrauchen, um über die Wand zu springen? Ich kann den einfach da nicht angreifen. Oder kriege ich den überhaupt wieder raus aus der Ecke? Ist interessant. Ne, ich hätte gerade die tolle Idee, dass ich den Würfel einfach da an die Wand schiebe und hier einfach hier zack, zack, rüberspringe. Oh, was ist das hier? Kann ich das wirklich resetten? Ah, Steinrekrutierung, naja. Die Leute werden sich uns schon noch irgendwann anschließen. Oder sie werden brennen. Okay, ich schieb das Ding jetzt einfach in die Ecke und guck mal, was passiert. Ich habe irgendjemanden angegriffen. Der muss noch ein bisschen weiter in die Ecke. Kriegt hier noch einen. Wenn das jetzt übrigens so funktioniert. Wo sind die denn? Wo immer die auf einmal herkommen. Wenn das jetzt übrigens funktioniert, dann lache ich. Weil das wäre absolut lächerlich. Was seid ihr denn? Ich meine, es wurde irgendwas gesagt mit irgendwelchen Fackeln und irgendwas sieht anders aus und Aber natürlich einfach über die Mauer zu springen, wäre natürlich irgendwie viel einfacher als alles andere, ne? Nein, man kann auf die Würfel nicht rausspringen. So ein Elend! Ach, Menno. Sie haben es also geahnt. Ja gut, da muss ich jetzt mal kurz für die Questbeschreibung lesen. Sonst komme ich in die besten Mini weiter. Ach, schön, dass dass ich die Feuerschalen anziehen muss, um den Fahrzeug öffnen, dann die große verschiebbare Sternsumme, dass ich... Ach so. Ach so, ich soll den Stein durch die Gegend schieben. Oh. Oh! Ups, Feuerschalen anzünden. Okay, gut, dann rennen wir erstmal rum und machen die Feuerschalen und dann können wir wahrscheinlich die scheiß Kiste durch die Gegend schieben. Das ist ja eigentlich für ein Pseudolabyrinth hier. Feuerschal ist schon an. Sein Schal wird im Feuer der Drachen verbrennen. Die haben immer alle so brutale Ideen, ne? Die wollen immer alles abbrennen, alles vernichten, die Typen. Achso, der Berserker, das mal. Den habe ich vorhin schon von oben gesehen. Oh, ach, hier muss die komische Platte hin wahrscheinlich. Muss ich jetzt, ist es jetzt wirklich so simpel, dass ich einfach nur einmal rumrennen muss? Ach, das soll der neue Mond darstellen. Dass ich die dumme Schale auf der anderen Seite einfach nur anmache und das ist ja einfach. Echt jetzt? Das ist alles? Doch, ich verbrauche doch Gift. Ach nee, das Gift habe ich wahrscheinlich verbraucht im Kampf. Das ist ja langweilig. Müssen wir ihn beschreiten. Ich kann auch nicht. Mein anderer Stab. Die alte Ordnung wird verbrennen. Und wir werden die neue einläuten. Ich habe gerade vergessen, meinen Waffenwechsel. Das ist irgendwie doof. Ich mache das andauernd instinktiv. Ach ja, sowas. Genau, aber der Blitzstab kann nämlich so ein.
Der Blitzstab kann so eine Ladeattacke, wollte ich sagen, aber das ist anscheinend egal. Der greift zumindest schneller an. Ich hätte übrigens wirklich gedacht, dass das Rätsel irgendwie schwieriger ist. Hä? Hallo? Ach, wollen die mich jetzt verarschen hier? Was ist alles gekommen? Was ist das für ein cooler Feuerkreis hier? Ach, der Flammenadept macht das. Das ist ja witzig. Macht auf einmal alles ganz viel Schaden hier. So, war das jetzt wegen mir? Nee, nee. Das Problem ist, ich kann diesen Scheißwürfel auch nicht angreifen, während... Also er muss hier auf diese Platte rauf, ne? Und ich kann diesen dummen Würfel aber nicht angreifen, während ich außerhalb des Gebiets stehe. Ich kann ihn nicht wieder zurückschieben. Das heißt, ich muss ihn jetzt resetten und nochmal neu anschieben. Das ist total dumm. Muss ich das verstehen? Das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen. Ganz ehrlich. Ah, scheiß Schieberätsel. Ah. Muss das halten. Ich frage mich jetzt wirklich, warum sich so viel Mühe mit diesem Rätsel hier gemacht hat von der Mechanik her. Wenn es dann am Ende. Was hat ihr nicht für Klamotten an? Wenn am Ende dieser Kack-Rätselwürfel eigentlich. Das muss eigentlich nur eine Fackel anzünden und einen scheiß Würfel durch die Gegend schieben, ne? Das könnte man auch irgendwie auch billiger haben. So, jetzt müsste es doch eigentlich perfekt sein, oder? Ja, sieht ganz gut aus. Ah! Beschreitet weiter den Pfad der Prüfung. Wow. Also, ich weiß nicht, das ist, bin nicht so begeistert bis jetzt. Wer ist das? Ach, das ist Lahini. Die ist einfach nicht weitergekommen. Ist ja nicht sehr überzeugt von der. Wofür wurde die hier angeheuert als Opfer? Wie soll Lahini dieses Ding bewegen? Mit Macht? Grüß dich, Lahini. Verdammt seien diese Schiebesteine. Warum müssen sie nur so schwer sein? Selbst ein Pamarat hätte seine Mühe mit diesen Dingern. Lahini wird sich so nie dem Orden des neuen Mondes anschließen können. Das ist ja nicht saupraktisch, dass Khajiit immer von sich selbst in der dritten Person redet. Das würden wir die gar nicht erkennen. Ne? Woher wollen wir nicht wissen, dass irgendein random Khajiit, der herumrennt, Lahini heißt. Aber dadurch, dass sie sich ja selber in jeden zweiten Satz benennen, macht es das alles viel einfacher, ne? Deine Mutter sucht dich. Ja, aber wir sollen nicht über das Leben sprechen, das hinter uns liegt. Wir sind Initianten des neuen Mondes. Versteht ihr? Nichts anderes zählt. Stellt ihr euch auch dem Pfad des neuen Mondes? Warum hat Dean hier einen neuen Tierungskurs gekriegt und ich nicht? Ich bin hier angekommen und bin straight zur Prüfung gelaufen. Sie hat anscheinend hier irgendwie vorher noch wissen, mal ein bisschen Wissen vermittelt bekommen. Was soll denn das? Ja. Dann wird es euch nicht stören, wenn Lahini euch folgt, ja? Sobald die Prüfung vorbei ist, ist sich diese sicher, dass sie dem Orden des neuen Mondes von großem Nutzen sein kann. Sie braucht nur ein bisschen Hilfe dabei, es so weit zu schaffen. Na gut, ihr könnt mir folgen. Ja, toll. Ah. Der neue Mond erhebt sich, so wie wir. Ist das Nagunia? Also das wirkt jetzt hier irgendwie schon mal ein bisschen ärgerlicher. Ach, ich muss hier, muss ich jetzt doch wirklich hochkraxeln? Wie komme ich da hin? Ich hoffe, wenn ich die Feuerschalen einmal anmache, dann reicht das. Kann ich die Leute hier im Bäuchchen? Komme ich an den Rand von hinten? Ja, wahrscheinlich. Wir müssen ja so aufmerksam. Oder sie? Ach ja, scheiß drauf, schleichen. Pse. Das klingt übrigens mega nach Arbeit hier, diese dummen Würfel, ne? Unser Weg ist lang und unsere Last schwer.
Doch die gnädigen Drachenfürsten wachen über uns. Ich weiß nicht, so gnädig ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt jetzt einen Drachen bezeichnen würde, ne? Ach, das ist ja noch so ein scheiß Rätselwürfel. Die Zeit ist gekommen, Initianten. Wenn sich der neue Mond erhebt, erheben wir uns mit ihm. Ja, ja, gewiss doch. Unser Weg ist lang und unsere Last schwer. Doch die gnädigen Drachenfürsten wachen gute über Arbeit. Uns. Gute Arbeit. Lahini wird eurem Weg folgen. Also ich muss tatsächlich die Dinger nochmal neu anzünden, ne? Weil der andere ist jetzt nämlich weg. Oh. Das ist mir überhaupt nicht anstrengend. Also das andere Tor ist wieder zu, das dann nämlich. Vor allem habe ich jetzt extra viel Angst, dass ich den scheiß Stein über die Wand schieben kann, den ich wieder rausschieben kann, weil ich ihn halt nicht mal... Was ist denn... Ach, da hinten ist Lahini. Nein, das ist nämlich schon passiert. Man kriegt ihn vielleicht noch raus. Ah, doch, genau. Ich weiß übrigens nicht so richtig, wo ich jetzt hier meine Schleue beweise an der ganzen Geschichte. Weil... Das ist irgendwie doof. Jetzt bin ich doch gerade irgendwie so ein bisschen außermütig, oder? Ich würde gleich wieder nicht nochmal reden. Ey. So. Schieben ihre eigene Kugel durch die Gegend. Grüß euch. Ganz schön dunkel hier unten. Überall haben sie hier so eine komischen Fackeln. Und haben welche Pokémon hier rumlaufen. Aber dann können sich hier wieder keine vernünftige Beleuchtung leisten. Ist ja schrecklich. Immerhin haben sie es so halbwegs so gemacht, dass die komischen Würfel Schienen folgen und nicht komplett random schieben können. Oder dass es so wie von der Kraft abhängt, wie viel Schaden du machst. Man stellt sich mal vor, der Würfel würde halt so ungerade sich schieben lassen und dann schaffst du es halt, den genau so schief anzuwinkeln, dass er nicht mehr ins Tor passt. Dann musst du den 20 mal vor und zurück schieben, bis dieser dumme Rätselwürfel wieder genau da ist, wo er vorher war. Das ist übrigens nicht direkt ein Rätselwürfel, sondern eher ein Rätselblock, ne? Oh Mann, ey. Also vom Rätseldesign finde ich das ja ziemlich scheiße. Also, was heißt Rätsel? Das ist ja nicht mal ein Rätsel. Das ist ja... Du gehst halt hin und machst... Oh. Nein, das war ja soweit. Warte mal, hä? Moment, jetzt müssen wir mal kurz Sachen reden. Also, hier hinten habe ich nochmal einen neuen Würfel. Warum habe ich jetzt den anderen geholt? Moment, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also, ich kann diesen Würfel jetzt durch zwei Tore schieben. Ne, also da muss der Würfel hin. Und wo habe ich den zweiten Würfel? Was? Warum habe ich jetzt zwei Würfel zur Verfügung? Was sag jetzt, also will mir das Spiel jetzt gleich sagen, dass ich hier nicht durchpasse? Doch. Das ist sehr verwirrend. Achso, hier sind zwei Plattformen für Würfel. Würfel 1. Das ist echt irritierend, dass ich... Dass jetzt, ach, jetzt ist das Portal hier hinten zu. Na toll. Dem ich das gerade geöffnet habe, also wirklich. Das ist zumindest nicht so weit. Und wie sind die Gegner hier auch dauerhaft tot? Weil hier zu viele Spieler rumrennen. Das ist echt überraschend, wie viel Aktivität hier noch ist. Das ist jetzt ja... Das Drachengarde-Dings ist jetzt doch schon vor ein paar Tagen rausgekommen. So, und jetzt nochmal das gleiche Spiel nochmal hier mit den anderen Würfeln. Wenn ich klug gewesen wäre... Was ich nicht war, hätte ich diesen Würfel hier gleich mal hinter das Tor geschoben, bevor ich das andere Tor aufgemacht habe. Weil das hatte ich ja vorhin schon aufgemacht, das Tor hier. Dann hätte ich schon beide Würfel da gehabt und hätten wir jetzt mal den Weg da hochgespart. Na, das heißt. Ist ja zum Glück jetzt nicht so weit. Trotzdem Angriff. Och, sag jetzt nicht, das ist. Oh, nee! Hä? Ich ahne fürchterlich, dass ich das Ding hier nicht mehr rauskriege, oder? Doch. Und jetzt ist das Kacktor wieder zu, ne? Alter, das ist nicht ernst. Das hätte schon Zeit gespart, wenn ich das... Vor allem, warum muss ich hier jedes Mal nochmal neu hochrennen? Damit ich unbedingt gegen diese tollen Mediums des neuen Mondes kämpfen muss, die mit zwei Schlag direkt tot sind, weil sie halt... Krits fressen, als gibt es keinen Morgen mehr.
Das ist jetzt das Tor wieder zu. Das muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Das Ding hat direkt mal Sherry geschieben. Meine Fresse. So, reich. Dolle Dreze war das ja. Jetzt kann ich immer mit dem Prüfungsmeister reden. Das ist ja toll. Jo. Hier sind diverse Leute und die sagen mir bestimmt jetzt hier, während der... Fürst Ladvolon wartet! Gebt ihm eure Macht und ihr werdet aufsteigen! Das klingt mir jetzt zu nebulös. Ich hätte da gerne... Hier kommen unsere neuesten Mitglieder. Genau rechtzeitig. Wozu das Kaska? Ich würde das... Was heißt denn hier aufsteigen? Da hätte ich jetzt gerne ein paar Details eigentlich. Möge der neue Mond uns auf unserem weiteren Weg lenken. Die ist schon voll dahinter! Das könnte ich nicht mal, wenn mir bis jetzt keiner was erklärt hat. Wozu das Kaska? Glückwunsch, Akolytin. Der Orden des neuen Mondes heißt euch in seinen Reihen willkommen. Ihr seid zu einer guten Zeit gekommen. Rakajin bereitet einen Angriff auf Rudelheim vor. Ihr werdet euch ihm anschließen. Mhm. Na gut, wusstet. Alles wird zu einem späteren Zeitpunkt offenbart werden. Die Zeremonie hat bereits begonnen. Details? Sorgt euch nicht, Akolytin. Andere werden sich dem Äonenstein hingeben und Teil einer höheren Macht werden. Wir brauchen eure Stärke für die bevorstehende Schlacht. Kommt, die Zeremonie wartet. Habt ihr gehört, Wanderin? Wir haben die Prüfung überstanden. Ja, die hast du bestimmt total bestanden. Wir haben es geschafft. Wir sind offizielle Mitglieder des Ordens des Neuen Mondes. Kommt schon, wir sollten den anderen zu dieser Zeremonie folgen. Wir wollen ja am ersten Tag nicht zu spät kommen. Warum habe ich hier keinen Orientierungskurs in Sachen Neue Monde gekriegt? Vielleicht wäre das ja genau das Richtige für mich gewesen. Also, Drachen sind ja auch, können ja durchaus faire Herrscher sein und alles, aber leider hat es irgendwie niemand für notwendig befunden, mich hier irgendwie mal darüber zu informieren, zu tun, was zu tun ist. Also, warum wir das tun? Also, das ist halt, das ärgert mich jetzt. Warum hat mir keiner sowas erklärt? Was soll denn sowas? Na gut, bist du dir da sicher? Natürlich ist sich Lahini sicher. Zu Hause sitzt sie immer nur bequem herum, während der Rest ihrer Familie hart arbeitet. Diese war nichts als ein Klotz am Bein. Doch hier kann sie sich nützlich machen. Sie kann helfen. Die möchte ich ja so nützlich finden. Moment. Na gut, deine Mutter sucht dich. Guck doch mal. Mutter ist besorgt wegen dieser? Ihr müsst euch täuschen. Lahinis Familie muss nicht länger unter der Last einer nutzlosen Tochter leiden. Nee. Sie sind wahrscheinlich ganz glücklich vor Erleichterung, dass sie fortgegangen ist. Na gut, das hast das Herz deiner Mutter gebrochen. Sie könnte schon tot sein. Diese hatte keine Ahnung, dass Mutter das so aufnehmen würde. Lahini wird nach Zenshal zurückkehren und sie wissen lassen, dass alles in Ordnung ist. Lahini will nicht, dass sie leidet. Ach, hab Dank, dass ihr dieser Bescheid gegeben habt. Die kommt jetzt hier einfach so weg? Na gut, dann machen wir weiter.